Moin zusammen. Willkommen zur letzten Vorlesung in der Veranstaltung Logik. In dieser Veranstaltung möchte ich einen Ausblick machen auf Themen, die alle auch interessant sind, wenn man sich mit Logik beschäftigt. Da habe ich mich für zwei Sachen entschieden und ein kleines Hilfsmittel, was wir dort haben. Einmal geht es darum, interne Repräsentation von Formeln, wie kann man die effizient speichern? Das andere ist, welche Logiken gibt es sonst noch so alles dann und wozu braucht man die und was kann man mit denen machen? Da möchte ich ein bisschen Handwaving machen, also einen kleinen Ausblick geben und auch nicht ganz so formal sein, wie ich das teilweise ja am Anfang dieser Vorlesung gemacht habe, bewusst gemacht habe. Ja, wir werden uns dabei natürlich Sachen angucken, die Sie vielleicht sogar schon mal gesehen haben. Ich hoffe, dass Sie, als Sie sich auf die Hausarbeit vorbereitet haben, schon mal geguckt haben, was könnte da interessant sein im Umfeld Logik. Sie werden da sicherlich einiges gesehen haben, vielleicht kurz mal angeguckt und überlegt haben, kann man daraus eine Arbeit machen? Standardantwort ist meist ja, aber man muss sich auch dafür interessieren und man muss es eigentlich auch intuitiv an Anfang an verstehen. Deswegen, ich hoffe, dass Sie selber schon so einen kleinen Ausblick oder Einblick gemacht haben. Deswegen kommt meiner jetzt da nur ergänzt dann dazu. Ja, die Themen habe ich gerade schon erwähnt. Im Wesentlichen geht es darum, wie kann ich Sachen effizient speichern? Das mit den Zuständen, Zustandsfolgen ist die Frage, wie kann man eigentlich Programme abbilden in Logik? Das mache ich auch nur ganz kurz, aber das ist das Spannende dran, wenn man sich mit diesen temporalen Logiken beschäftigen möchte. Das hier sind beides temporale Logiken. Da gucken wir uns mal an, wie die definiert sind und ganz ein bisschen mal auf die Eigenschaften davon. Zur Sicherheit nochmal, wir erinnern uns an den Anfang der Veranstaltung, wir haben uns mit Aussagenlogik beschäftigt. Das heißt, wir werden jetzt wieder uns mit der Aussagenlogik beschäftigen, aber diesmal damit, wie kann man eigentlich Sachen effizient speichern? Da können wir auch nochmal kurz überlegen, was haben wir schon gelernt? Ja, wir wissen, wir können natürlich Sachen als Formeln aufschreiben, wie man sie auch programmieren kann. Das ist relativ nett und wenn man das als kompakte Formel hinschreiben kann, kann man das auch recht fix auswerten. Und wir haben auch schon Wahrheitstabellen kennengelernt und gelernt, ja, die sind ein bisschen länglich. Wir wissen, das hat was mit exponentiellem Wachstum zu tun. Wir kennen auch schon Normalformen, die es dort gibt. Allerdings, die können eben auch sehr, sehr groß werden. Überlegen Sie sich, wenn Sie 10 Variablen haben und das nicht irgendwie eine boolesche Funktion ist, die einfach konstruiert wurde mit und oder, dann haben Sie da recht wilde Konstruktionen, wenn Sie da eine Normalform für schreiben müssen, also eine sehr, sehr lange Formel. Ja, deswegen ist die Frage, wie kann man das optimieren? Dazu muss man uns nochmal überlegen, Operanden und Operatoren, klar, das sind die Begriffe, die wir hatten, und oder kennen wir. Wir kennen also Formeln in ihrer Formelschreibweise, wie wir sie auch schreiben können mit und oder, und wir wissen auch, dass sie programmierbar sind. Wir kennen die Wahrheitstafeln, wir können suchen nach einem Eintrag, allerdings das dauert. Deswegen ist die Frage, kann ich das effizienter darstellen? Und wir werden uns da nicht genau mit aussagenlogischen Formeln beschäftigen oder doch. Ich benutze ein Synonym dafür, boolesche Funktion. Allein, weil sich das in dem Bereich etwas mehr eingebürgert hat. Und den lernen wir nebenbei dann auch noch kennen und können dann damit arbeiten. Um uns ganz kurz daran zu erinnern nochmal, ich habe hier einfach mal so eine Aussage aufgeschrieben. Wenn es windig ist, sind keine Jalousien unten. Also Thema Hausautomatisierung, was man dort machen kann. Das kann man natürlich aufschreiben, ist eine Wenn-Dann-Aussage, wissen wir, das ist eigentlich nicht A oder B. Zur Sicherheit kann man das natürlich auch nochmal schön mit Atomen aufschreiben. Hier ein Atom Wind, ein Atom Jalousie oben. Und dann kann man das Ergebnis hier hinschreiben. Und das ist eben genau das, was wir dort haben. Sie sehen nur, wenn der Wind da ist und die Jalousie nicht oben ist, dann ist das ganz einfach falsch. Das heißt im Klartext, das wollen wir nicht haben. Wir kennen davon die Zahlendarstellung hier mit Nullen und Einsen. Das Einzige, was jetzt hier ein bisschen neu ist, dass ich eben sage, dass das jetzt hier nicht ganz einfach hier nochmal wieder ein Atom ist oder ähnliches, das rauskommt, sondern ich kann sagen, das Ergebnis explizit ist eine Funktion und die liefert dann ganz einfach wieder Werte im Bereich 0 und 1, also wahr oder falsch. Hängt also von zwei Variablen ab. Das mischt so ein ganz bisschen die Sachen, die wir so aus der Aussagen- und Prädikatenlogik kennen. Allerdings, das hier ist alles noch Aussagenlogik, was wir dort haben. Aber man kann es nur aufschreiben. Das ist doch ganz nett dann daran. Ja, und dann sehen wir eben, was da so rauskommt. Das kann man noch ein bisschen formaler machen und sagen, eben boolesche Funktionen, könnte man auch aussagenlogische Formeln für nehmen, sind ganz einfach nur Abbildung aus b hoch n, also dem boolschen Bereich mit 0 und 1, nach b. Das heißt, es kommt 0 oder 1 oder wahr oder falsch raus. Das ist einfach nur eine andere Darstellung zu dem, was wir schon kennen. Lange geredet, ich würde sagen, das ist eigentlich nichts Neues. Zur Sicherheit hier nochmal eine Darstellung, diesmal sogar mit drei Variablen. Dann können wir angucken, ah, ja, das Ding sieht aus wie eine Wahrheitstafel. Genau das haben wir uns angeguckt. Tabellendarstellung haben wir. Und wir wissen auch, wenn wir diese Tabellendarstellung haben, können wir daraus relativ schön eine
Normalform berechnen. Das hier ist die Darstellung einer disjunktiven Normalform, die dazu passt. Im Klartext, ich habe meine 5 Einsen genommen und die immer geschickt kodiert. Das sollte man mal rauskriegen. Und oh, auch noch eine kleine Besonderheit, wahrscheinlich Ihnen auch schon mal über den Weg gelaufen. Viele Leute schreiben die Sachen nicht mit und oder, sondern nutzen dann klassische Zeichen, die man eben etwas schneller so auf einer Schreibmaschine finden kann, in Anführungsstrichen. Und dann wird ein und gerne auch als Multiplikationszeichen aufgeschrieben und ein oder mit Plus. Und wie in der Mathematik üblich, werden gerne auch Multiplikationszeichen weggelassen. Das heißt, das hier könnte man noch knuffiger schreiben, indem man die Sternchen da rausnimmt. Aber das ist alles nur Schreibweise und deutet aber schon mal darauf hin, wenn ich eine Wahrheitstafel habe und eben ja, da sehr, sehr viele Werte drinstehen, ist es nicht einfach, eine Formel anzugeben, die kompakt ist. Das hier ist auch schon wieder, wenn Sie es programmieren wollen, nicht ganz so lustig. Dann, das muss man dann auch alles in den Rechner reinklimpern. Macht man wieder Copy und Paste und Flüchtigkeitszähler, Negation vergessen, Achtung. Ja, also das ist nicht so schön. Und dann kann man sich fragen, kann man die Sachen nicht irgendwie etwas anders darstellen? Was suche ich eigentlich genau? Ich möchte eine Eingabe haben von den Zahlenwerten zu meinen Variablen hier oben, 0, 1, 0, und es soll die Zahl 0 herauskommen. Wenn ich das in dieser Tabelle suche, muss ich das irgendwie versuchen, ja, da zu finden. Im Zweifelsfall laufe ich das Ding von oben nach unten durch, bis ich 0, 1, 0 treffe. Mit etwas Glück ist es vorne, wenn ich Pech habe, ist es hinten. Und das dauert natürlich richtig lange. Und dann kann man sich überlegen, hey, haben wir nicht in Algorithmen und Datenstrukturen über Datenstrukturen geredet, was man da so machen kann? Die Antwort ist ja, da hat man auch schon so ein spannendes Thema gehabt. Wie war das nochmal? Wie kann man relativ schnell und effizient suchen? Da hatte man Suchbäume. Ah, genau, die Vokabeln sind da auch noch zusammengeklebt. Also Baumstrukturen. Und dann kann man sich fragen, kann man sowas nicht hier auch machen? Und die Antwort ist, ja, kann man. Und die Möglichkeit, das in einem Baum darzustellen, sehen wir jetzt hier. Wir haben einen sogenannten binären Entscheidungsbaum. Für die effiziente Suche sehr gut. Und die Idee ist relativ einfach. Ich habe Knoten, die stehen für Variablen und die haben linken und rechten Ast. Also immer zwei Stück. Der linke steht einfach von mir willkürlich vereinbart für die 0 und die rechte für die 1. Und da unten stehen ganz einfach dann auch nochmal wieder Nullen und Einsen. Und das sind einfach die Zahlenwerte, die da rauskommen. Und dann kann ich mir überlegen, was ich dann so haben möchte. 0, 0 und 1. Ah, dann kommt das hier raus. Und eben wenn ich so 1, 1 und 0 habe, kommt das hier raus. Das heißt, es sind immer nur drei Schritte, die ich machen muss, um dieses Ding auszuwerten. Natürlich muss ich dieses Ding speichern. Wissen wir auch, eben wenn ich effizient suchen kann, ist es typischerweise so, dass der Speicherplatz mehr gebraucht wird. Aber wenn ich das Ding irgendwie in einen Rechner reinpacke, ist das ja kein großes Problem. Sie werden sich auch damit beschäftigt haben, Algorithmen, Datenstrukturen, dass man so einen Baum eventuell nicht als Baum programmieren muss, sondern auch irgendwie geschickt in ein Array reinkodieren kann. Da sind ab und zu immer so recht schräge Sachen, aber genau hier passt das. Weil das Ding ist natürlich wunderschön hardware-nah. Wenn Sie irgendwelche Steuerungen oder sowas programmieren wollten, könnte das ja eine gute Idee sein, so etwas zu machen. Ja, also Binärbaum, schöne Sache, binärer Entscheidungsbaum kann man definitiv suchen und dann aufbauen. Ist sehr einfach. Wenn ich den Baum mir etwas genauer angucke, kann ich dann noch ein bisschen was feststellen. Der letzte Zweig hier unten zum Beispiel sagt ganz einfach, x3, ob du 1 oder 0 bist, es kommt 0 raus. Im Klartext, das ist egal. Muss ich dann für egal dann überhaupt das abbilden, könnte man sich noch mal fragen dann in der Sache, weil das hängt ja alles nur von x1 und x2 ab. Also wenn x1 jetzt hier 0 ist und x2 0 ist, egal was x3 ist, kommt 0 raus. Und sowas Ähnliches haben wir hier auch noch. Da haben wir die Situation, unabhängig von x3 kommt immer eine 1 raus. Und wenn man es ganz genau anguckt, kann man auch sagen, dass diese beiden Kästchen hier genau gleich aussehen. Das könnte man mathematisch vielleicht noch etwas kompakter darstellen. Aber erstmal diese Idee, da unten kommt genau das Gleiche raus. Kann ich das dann nicht irgendwie versuchen, etwas einfacher darzustellen? Die Antwort ist ja. Und ich habe auf einmal einen Entscheidungsbaum, der etwas kompakter ist. Wichtig ist, man hat wieder eine Reihenfolge, man kennt die Reihenfolge der Variablen und weiß, wenn der Variable nicht vorkommt, heißt es ganz einfach, der Wert ist egal. Also den kann ich einfach ignorieren. Das heißt also hier mit 1, 1, 0, nö, also 0 für x3 ist egal, lande ich hier. Also wenn ich x1 und x2 habe, weiß ich Schicht im Schacht. Ja, und dann sehen wir hier genauso, wenn ich x1 und hier x1 habe, ja, dann kann ich einfach sehen, es hängt nur noch von x2 ab, ob 1 oder 0 rauskommt. x3 ist hier nicht mehr drauf. Das heißt eben, ich weiß damit, x3 ist egal.
Das ist dann also eine recht schöne Möglichkeit, die Sachen darzustellen. Das kann man natürlich noch kompakter machen. Warum soll ich Nullen und Einsen hier eigentlich irgendwie darstellen wollen? Dann kann man sich das überlegen, dass ich das nur in einen reinpacke. Achtung, das hier ist ein anderer Binärbaum. Welche Anwendung haben wir da denn? Oh, da sehen wir zum Beispiel auch recht schönes dran. Wenn x 1, 1 hat, kommt hier immer 1 raus. Wenn man es genau anguckt, hier, ah, das hat doch was mit dem Baum hier zu tun, dann in der Sache. Wenn x 1, 1 ist, kommt immer 1 raus. Nebenbei, das hat auch was mit dem hier zu tun. Sehen wir hier dran. Okay. Ja, also, dann kommen wir sogar zu diesem coolen Bäumchen hier drauf. Und der sagt auch, x2, x3 ist sogar völlig egal. Den Rest haben wir gerade schon kennengelernt. Und das Einzige, was man sich noch überlegen kann, ist hier unten die Nullen und Einsen, muss ich die eigentlich mehrfach darstellen, wenn ich das irgendwie in ein Bit-Array, also einzelne Bits, die man in einem Array darstellt, mache, ist das sicherlich okay. Ansonsten, wenn ich es anders speichere, kann ich sagen, ich habe nur eine 0 und 1. Und wir können hier auch mal noch angucken, eben, wenn ich mit 0, 0 und 1, egal, lande ich hier oder sowas dann. Und es gibt praktisch nur sehr wenig Zweige, wo ich alle drei Variablen brauche. Das sehen wir daran, wenn ich hier 0 habe, hier eine 1 und zack, ist x3 doch mal irgendwie wichtig. Und dann kann man hier die Sachen runterrechnen. Das heißt, wir kriegen so eine sehr schöne kompakte Darstellung, die wir dann nutzen können, um die Sachen abzuspeichern. Ja, und das ist die Grundidee, wie man mit Binärbäumen arbeiten kann und die dort nutzt. Fassen wir es mal etwas formaler zusammen, was da drin steht. Also ein binärer Entscheidungsbaum, Binary Decision Diagram, BDD, BDD gerne genannt, heißt reduziert, wenn er keine isomorphen Teilgraphen enthält. Okay, müsste man kurz überlegen. Isomorphie, Mathematik gucken, hat was zu tun mit einer bijektiven Abbildung. Das steht hier aber netterweise auch noch mal ein bisschen anschaulicher für Informatiker drin. Okay, also das heißt konkret, man kann keine zusammenhängenden Teilstücke aus dem Baum genaue Graphen herausschneiden, sodass es eine Abbildung gibt, die verschiedene Knoten des einen Teilstücks auf verschiedene Knoten des anderen Teilstücks abbildet. Also eine 1-zu-1-Abbildung von einem Knoten aus dem einen Stück auf den anderen. Und die verschiedenen Kanten und des einen Teilstücks auf verschiedene Kanten des anderen Teilstücks abbildet, also Kanten wieder auf Kanten abbildet, sodass die Knoten, sodass in den Knoten die gleichen Variablen stehen und Nullkanten dann wieder auf Nullkanten und Einskanten wieder auf Einskanten abgebildet werden. Dann haben wir etwas, was isomorph ist. Das heißt also, ich habe eine Abbildung von den Knoten auf Knoten und eine Abbildung von Kanten auf Kanten. Bijektiv 1-zu-1 Abbildung, die man dann dort hat. Und dann eben, ja, kann ich einfach den einen Teil auf den anderen abbilden. Haben wir sowas schon mal gesehen? Ja, bei Bäumen, die wir nicht optimieren können, die wir optimieren können. Kann man das hier sich ganz klar vorstellen? Hier, das hier ist ein Knoten x3 und das ist auch ein Knoten. Und die beiden kann ich aufeinander abbilden. Und das hier ist die Nullerkante, das ist die Einerkante. Nullerkante, Einerkante kann ich alle auch beide aufeinander abbilden. Ja, und dann kommt hier unten die Einsen raus und da kommen genau die gleichen Werte raus. Das heißt also, diese beiden Bäumchen sehen naiv formuliert gleich aus, heißen isomorph. Und natürlich, weil wir wissen ja auch, Bäume bestehen auch dann irgendwann aus Blättern, diese beiden Bäume hier unten, die 0 und die 0, sind auch miteinander isomorph und können verschmolzen werden. Ja, und so kann man das eben schrittweise machen, sodass wir dann eben auf so ein knuffiges Bäumchen hier kommen. Und da finden wir nichts Isomorphes mehr drin. Das ist da also die Grundidee. Nur um das nochmal zu veranschaulichen, das kann natürlich auch durchaus heißen, dass ich diese isomorphen Bäume finde und dass damit Variablen aus der Mitte verschwinden. Ich habe es hier schon mal eingemalt. Dann mit den Kästchen drumherum sollten Sie erkennen, das sieht irgendwie ästhetisch aus und es ist ja absolut gleich. Hier steht für x2 und x3 genau die gleichen Sachen drin und ja, auch dann in der Form, was man dort hat. Ja, gleiche Variablen und es kommt das Gleiche raus. Das heißt also, ich muss da sagen, ihr seid identisch. Was bedeutet das im Klartext eigentlich? Das heißt also, ob ich x1 hier gleich 0 oder x1 gleich 1 habe, es kommt immer das Gleiche raus. Das heißt im Klartext, ich habe hier eine Formel entdeckt, ja, wo ich x1 gar nicht brauche. Und dann sollte x1 ja bitte natürlich auch nicht im reduzierten Baum vorkommen. Genau, ich muss die beiden Dinge einfach zusammen aufeinander abbilden. Und wenn ich die aufeinander abbilde, habe ich dann eben nur die Situation, dass von x1 ich mit 0 und mit x1 auf 1 auf genau den gleichen Baum komme. Und diese Sachen heißen ganz einfach, ich kann das Ding wegschmeißen. Es kommt also das hier raus. Wir sehen daran, ja, das ist dann der minimierte Baum, den ich hier habe. Sie sehen, die Einsen und Nullen habe ich jetzt hier einfach mal wieder so getrennt runtergemalt, weil das optimiert nicht wirklich dann in der Sache. Und
Ich finde das Ding so schöner lesbar. Allerdings, ja, wir sollten schon wissen, dass es drei Variablen gibt. Genau, und wir müssen wissen, in welcher Reihenfolge diesen Baum genutzt werden. Weil dann kann ich feststellen, wenn irgendetwas nicht da ist, ah, der Wert ist egal. Das ist dann die Grundidee, was man damit machen kann. Ja, also da ist also die Möglichkeit, eben jetzt hier auch Knoten zu entfernen, die im Baum drin sind, im Zweifelsfall sogar die Wurzel. Kann ich das eigentlich immer machen, ist natürlich die nächste spannende Frage bei Optimierung. Und da muss man eben seine kleine Gehässigkeit anschmeißen und feststellen, nee, man kann immer relativ große, nicht schrumpfende BDDs erstellen. Das hier ist ganz einfach mal so ein Beispiel für drei Variablen und wir erkennen daran, dass wir hier unten immerhin schon mal sechs Ärmchen haben. Das heißt also, es sind sechs verschiedene Fälle, die man dort hat und da kann man nicht wirklich etwas mit optimieren. Ja, und das heißt also, dieses Ding müsste man gnadenlos so in dieser Form lassen. Und man hat natürlich die Optimierung, weil man einen Baum hat, aber man kann den Baum nicht wirklich zusammenschrumpfen, dass er kompakter wird als BDD, sodass da eben so ein Bäumchen in dieser Form einfach überbleibt. Was bei BDDs auch zu beachten ist, ist die Reihenfolge der Variablen. Für uns ist das eine Wahrheitstabelle. Stellen Sie sich das vor, Sie können einfach Spalten miteinander vertauschen. Und wenn da irgendwo eine Spalte woanders hinrutscht, ist das nicht wirklich ein Problem für uns. Das sieht halt ein bisschen anders aus und die Reihenfolge liest sich etwas anders, mehr nicht. Für die BDD-Darstellung ist das schon was Spannendes, weil abhängig davon, in welcher Reihenfolge Sie Sachen auswerten wollen, kriegen Sie unterschiedlich kompakte, reduzierte BDDs raus. Ich werde das jetzt nicht im Detail machen, allerdings so kleine Strafarbeit dann dazu, falls Sie nicht aufgepasst haben. Vier Variablen, 16 Möglichkeiten und ich behaupte, dieses Ding macht genau das gleiche wie das. Wir können ganz einfach mal gucken. Der kürzeste Fall, wenn ich x1 gleich 0 habe und x hier gleich 0, lande ich hier unten. Und ich weiß, dass die Reihenfolge x1, x4, x2, x3 ist. Das heißt, x2, x3 sind egal. Ja, das heißt also, es reicht aus, dass hier eine 0 ist und hier eine 0 ist. Dann lande ich garantiert hier. Das kann man diesem Bäumchen hier nebenbei auch sehr gut ansehen. Wenn Sie es angucken, wenn x1 eine 0 ist hier, x1 ist ja sogar nur als ein Knoten, da lande ich garantiert hier. Und wenn x hier eine 0 ist, lande ich auch garantiert hier. Also da passiert das Gleiche. Aber ich muss mich noch für x1, x2 und x3 entscheiden. Und egal, ob ich jetzt mit x2 und x3 mit 0, 0, ja, hängt das wieder nur von x1 ab, was rauskommt. Oder wenn ich jetzt hier was hingehe, x2 ist 1 in der Sache, was wir nun haben, dann wir sehen, x3 ist hier anscheinend dann auch noch völlig egal. Aber es hängt wieder nur von x hier ab. Wenn x hier 0 ist, lande ich hier auch drin. Also ein bisschen Handwaving. Die beiden Dinger beschreiben logisch äquivalente Formeln, die wir dort haben. Ja, und das heißt also, man muss, wenn man nach der optimalen Darstellung sucht, auch noch überlegen, wie das mit den variablen Reihenfolgen ist. Da kann man natürlich sagen, oh, ich probiere einfach alles aus. Ja, dann sind wir eigentlich wieder beim nächsten Problem. Wenn wir irgendwie da n Variablen haben, kommen wir irgendwie so grob, glaube ich, auf n Fakultät Möglichkeiten, die Sachen anzuordnen. N Fakultät oder Fakultät wissen wir, ach, das ist schon wieder exponentielles Wachstum. Das heißt also, ja, das kann auch sehr lange dauern. Aber falls ich wirklich nur an dem Endergebnis drin bin und das zum Beispiel richtig in Hardware gießen möchte, ist natürlich dieses ganze Ausprobieren, bis wir dann dieses Ding hier kriegen, sehr gut, weil das Ding ist sehr, sehr schnell, wenn ich die Sachen berechnen möchte. Das Ding ist etwas langsamer. Und Wahrheitstabellen sind niemals da sinnvoll, dafür irgendwie als Speicherstruktur zu dienen. Sind nur noch für die Anschauung sinnvoll. Das heißt also, da muss man wieder einiges ausprobieren, aber trotzdem, man kann zu schönen, kompakten Darstellungen kommen. Machen wir noch mal ein kleines Anwendungsbeispiel dazu, minimals. Falls Sie schon irgendwie theoretische Informatik gehört haben oder das gerade angefangen haben, werden Sie spätestens wahrscheinlich bis zur Mitte der Veranstaltung den Begriff des endlichen Automatens kennengelernt haben. Der ist immer wichtig in der Informatik, weil es gibt viele Programmiermodelle, die darauf aufbauen und man kann aus endlichen Automaten wunderschön automatisch Software generieren lassen. Das ist alles cool. Ich habe das mal hier so ganz kurz versucht zu visualisieren. Wir haben Zustände. Wir sehen dran, wir haben einen Zustand, der heißt Start, wir haben einen Zustand, der heißt Ware auswählen und einen Zustand, der heißt Störung. Und zwischen den Zuständen gibt es Übergänge. Diese Übergänge beschreiben dann eben Transitionen und da sind typischerweise Ereignisse dran, wenn etwas passiert. Für Freunde der theoretischen Informatik, wir haben ein Alphabet und wir haben dort Eingabezeichen, die wir verarbeiten können. Und wir sehen dran, wenn eben ein Ereignis oder Eingabezeichen Geldeinwurf passiert, sind wir in Ware auswählen drin.
Wenn Sie jetzt dann das Gefühl haben, hey, da passiert doch das Spannende drin, richtig, da könnte man auch nochmal einen coolen Automaten für malen. Das ist auch eine schöne Sache, was dann dort drin steht. Ja, und dann kann man das eben machen. Und wir sehen eben, wenn die Ware ausgewählt wird, danach wird die Ware eben ausgegeben und wir sind wieder am Start zurück. Oder es kann was passieren, das Ding macht keine Ausgabe, ein Sensor erkennt, es klemmt, es gibt eine Störung. Wir haben einen zufriedenen Kunden, aber nicht mit dem Näher dann in der Sache bei so einem Automaten. Und na gut, die anderen sind auch unzufrieden, weil das Ding nichts rausspuckt. Aber das zeigt von vornherein schon ein, du brauchst gar kein Geld reinzuwerfen. Wir hoffen mal, dass wir bei einer Störung auch das Geld wieder rausschmeißen. Das wäre vielleicht auch ganz nett. Ah, man könnte hier noch was mit Ausgaben machen. Automatenmodelle, spannendes Thema. Hier nur ein bisschen Handwaving dazu. Okay. Wie kann man so einen Automaten eigentlich etwas präziser darstellen? Das kann man machen, indem man seine sogenannte Überführungsfunktion, also die Transition, die hier stehen, genauer beschreibt. Und eine Überführungsfunktion heißt, ich habe einen Zustand, es gibt eine Aktion, ein Event und es kommt ein Folgezustand raus. Und für die drei Schritte, die hier sind, habe ich die drei Schritte hier einfach mal aufgeschrieben. Das sieht ganz normal so aus, was man dort hat. Für Freunde der theoretischen Informatik, natürlich müsste man über die Vervollständigung nachdenken. Was passiert eigentlich, wenn ich im Startzustand bin und irgendwie erkenne oder ein Sensor sagt, oh, ich kann nichts ausgeben, könnte man darüber nachdenken, was dort passiert. Also das hier sieht schon so nach einem ja, Default-End-Zustand aus, wo eben man sagen kann, egal was ist, wenn man eine Störung ist, kommt man nicht raus. Was passiert in Störung, wenn man Geld einwirft? Es sollte wieder rauskommen, wahrscheinlich wäre gut oder wäre nett. Also dieses Modell kann man doch vervollständigen. Aber das ist immer so ein Kernbild dazu. Also Automaten, eins erspitzenmäßig darstellbar mit so einer Überführungsfunktion. Ja, und diese Überführungsfunktion überführe ich jetzt in eine Binärcodierung. Und die ist relativ langweilig. Ich erkenne, ich habe drei Zustände. Für drei Zustände brauche ich irgendwie zwei Bits. Ja, und das sehen wir dran, habe ich hier auch gemacht. Ja, das heißt, wir sehen dran, der Zustand Start hat den 0,0 gekriegt, Ware auswählen 0,1. Ja, und dann gibt es noch eben den Zustand Störung und der hat den Wert 1,0 bekommen. Dann habe ich hier noch Aktionen, schon wieder drei Stück und schon wieder kodiert einfach als Nullen und Einsen. Ja, und das heißt, diesen schönen lesbaren Automaten, der hier drin steht, habe ich hier in etwas wildere Nullen und Einsen kodiert, die aber genau 1:1 das beschreiben, was hier auch steht. Ja, und dann kann man natürlich sagen, ah, diese Folgezustandsberechnung, das sind einfach zwei Stück, die hier stehen. Das sind ganz einfache boolesche Funktionen. Ja, und die habe ich hier mal aufgeschrieben und wir sehen, ja, das sind eben dann boolesche Funktionen zwar mit vier Variablen, aber eben 13 davon scheinen nicht zu interessieren. Oder man muss eben überlegen, wie man den Automaten vervollständigt hat. Egal. Aber wichtig ist, wir kriegen jetzt hier ganz einfache boolesche Funktionen raus und die können durchaus wild aussehen. Das heißt nicht, dass sie eine schöne Darstellung mit und bzw. oder haben können. Und das kann also dann recht aufwendig sein, dafür irgendwie eine Formel zu berechnen. Ja, und da ist es natürlich geschickt zu sagen, statt da irgendwie eine wilde Formel zu berechnen, mache ich doch mal mein BDD. Und dann kann man erstmal die Basisstruktur nehmen, die wir kennengelernt haben, die ist schon nicht schlecht. Und die Optimierung, die kann man auch recht einfach anschmeißen und dann überlegen, wie weit man es optimieren möchte und hat dann eben eine kompaktere Darstellung dazu. Deswegen also BDDs als eine Variante der effizienten Darstellung, finde ich recht intuitiv, kann man sehr gut nutzen. Kleiner Ausblick, wenn man sich ein bisschen mit der Forschung da beschäftigt, wird man sehen, da kann man sogar noch irgendwie was machen, der Form, was da drin steckt. Und dann kann man irgendwie sehen, wie man das noch etwas optimieren kann. Ein Worst Case wird es allerdings immer geben und der wird immer nicht schön sein. Ja, fassen wir es mal kurz zusammen. Also BDDs können die Größe der Darstellung boolescher Funktionen drastisch reduzieren. Problem der exponentiellen Größe bleibt aber erhalten. Mit ein bisschen Glück, in Anführungsstrichen, aber nicht ein echtes Problem. Ja, und die Praxis zeigt, dass viele vorkommende Funktionen mit einer Heuristik für die Variablenanordnung, also man guckt sich mal ganz grob das mit Nullen und Einsen an, relativ schön in recht kleine BDDs gegossen werden können. Ja, praktisch gibt es recht effiziente Algorithmen zur Darstellung Verknüpfung boolescher Funktionen A, ja, die man auf BDDs anwenden kann. Genau, wir sind jetzt eigentlich ja nur am Anfang angekommen. Und es wird natürlich passieren, wenn Sie irgendwelche Sachen nacheinander berechnen wollen und sowas, dann wird es hier sein, dass es eine boolesche Funktion gibt. Und der Ausgabewert davon wird in eine andere Funktion reingehen. Dann kann man natürlich für diese neue große Funktion versuchen, was zu berechnen. Also ein riesen BDD. Oder kann man BDDs mit und oder, kann man die vielleicht sogar kompakter berechnen in der Form? Und die Antwort ist ja, es gibt sogar Möglichkeiten, eben und oder mit BDDs zu machen. Und dann kann man mal gucken, was da so Spannendes dran passiert. Einfachste Sache, die man sich natürlich überlegen kann bei so einem BDD ist, wenn Sie das Ding negieren wollen,
müssen Sie nur Nullen und Einsen tauschen. Das ist schon recht cool. Also das ist das, was ohne großes Nachdenken man sehr schnell rausfinden kann. Okay, soweit zu unserem schönen Thema BDDs. Ich habe bei der Aussagenlogik Ihnen schon gesagt, Aussagenlogik kann man nutzen, um sehr, sehr viele Sachen darzustellen und man braucht ab und zu auch viele Variablen. Sie werden vielleicht mal im Internet sich irgendwas angeguckt haben, in der Sache, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Es gibt dann eben so klassische Sachen wie ein Sudoku oder sowas dann, was man auch mit eben der Aussagenlogik beschreiben kann. Sie brauchen nur sehr, sehr, sehr viele Variablen dazu, die auch alle eine logische Bedeutung haben. Und da muss man eben da ein paar Formeln für aufstellen. Und dann kann man zum Beispiel auch Sudokus sogar damit lösen. Das ist relativ cool. Ja, die Frage ist, was kann man noch so alles, oder was kann man nicht so gut machen? Das hatten wir uns auch angeguckt. Zählen kann die Aussagenlogik nicht wirklich gut. Also zählen in beliebige Zahlenbereiche. Wenn es darum geht, endliche Zahlenbereiche darzustellen, ist das kein Problem. Zahlen als Bits kennen wir, ist nichts Besonderes. Aber wenn Sie sagen, das sollte beliebig groß werden können, da sind wir mit der Aussagenlogik relativ schnell am Ende. Das heißt aber, wenn wir irgendwelche Spezifikationen schreiben wollen, also irgendwelche Beschreibungssprachen, indem man irgendwelche Variablen hat, zum Beispiel ein x, der uns einen Wert 3 bekommt, und ich weiß, dass ich ein int habe, aber der int nur aus maximal 4 Bits bestehen darf, dann kann ich solche Sachen, solche Formeln wunderschön darstellen. Hier mache ich das sogar mal nur mit 2 Bit. Also sind zum Beispiel aussagenlogische Formeln, können Belegung von Variablen beschreiben. X hat den Wert 3 und Y 2. Dann sage ich einfach, X besteht aus 2 Variablen, X1 und X2. So ähnlich, wie wir es auch bei der Codierung bei den Automaten gesehen haben. Und Y besteht aus 2 Variablen, Y1 und Y2. Und dann kann man eine 3 als 1, 1 darstellen und eine 2 als 1, 0. Und dann kann man so eine Belegung auch als ganz normale Formel aufschreiben. Und dann sehen wir dran, dass die eben 1, 1 und alles mit und das hier ist eine 0, die ich dort stehen habe. Ja, das heißt also, wenn ich irgendwas mit Variablen beschreiben möchte, was ja eigentlich so der zentrale Punkt ist, wenn ich klassisch imperativ programmiere. Überlegen Sie, wenn Sie imperativ programmieren, haben Sie Befehle. Und jeder Befehl sorgt dafür, dass Sie entweder nur einen Schritt machen, irgendwie ein if, eine Verzweigung, oder dass Sie Werte von Variablen ändern. Ja, und die Werte von Variablen zu beschreiben, das kann ich sehr schön mit einer aussagenlogischen Formel machen. Also ist jeder Programmierschritt eigentlich nur der Übergang von einer aussagenlogischen Formel zu einer anderen. Oder von einer Belegung oder Interpretation, den Begriff hatten wir ja auch von Variablen, zu einer anderen. Ja, das ist schon mal cool. Aber was ich nicht gut beschreiben kann, ist das. Y gleich Y plus 1. Ich weiß zwar, was das Ergebnis sein soll, wenn ich dieses Jahr Zustand habe, dann weiß ich, dass das rauskommen sollte. Dann ist das eine neue Formel. Ich könnte auch eine Formel für vorher und nachher aufschreiben, so endlich viele Schritte. Aber das wirklich flexibel zu machen, das ist ja nicht wirklich machbar. Und wenn ich es beliebig flexibel mit Schleifen machen möchte, kriegt man das nicht hin. Das heißt also, im Klartext einen einzelnen Zustand eines Programms zu beschreiben, ist mit einfachen Bits und damit auch als Formel trivial machbar. Ja, also bei Programmen wird die aktuelle Variablenbelegung auch Zustand genannt. Nochmal wieder ein schöner synonymen Begriff zu unserem Begriff eben Belegung und Interpretation, in der jeder Variablen einen Wert zuordnet. Ja, der Zustand ordnet jeder Variablen einen Wert zu, genau das machen die anderen auch. Deswegen hier nochmal, ist auch der Interpretationsbegriff. Wenn man das irgendwie visualisieren möchte, könnte man das so machen, dass man sagt, ich habe hier einen Zustand, vereinfacht schön aufgeschrieben, lesbar x3 und y2, und ich mache dann eben einen Schritt mit im Programmschritt, was ausgeführt wird, ein imperativer Befehl y gleich y plus 1 und bin dann im Zustand x3 und y3 drin. Das heißt, wir haben einen Übergang von einem Zustand zu einem anderen. Ja, und die Argumentation über Zustandsfolgen werden wir feststellen, können wir mit unserer Aussagenlogik nicht hinkriegen, ist mit Prädikatenlogik auch nicht wirklich machbar. Natürlich kann man so ein bisschen Aussagen machen, wie für alle Zustände soll was gelten. Also zu sagen, Prädikatenlogik kann da gar nichts, ist falsch. Aber irgendwie, ich möchte auch vielleicht Aussagen haben, wie zum Beispiel x wird nie 42. Ja, vielleicht kann man das noch mit dem Allquantor hinkriegen. Aber es soll auch zum Beispiel solche Aussagen geben, wie ein Stop-Event ist in 3 Stunden, kann es erkannt werden. Also das hier könnten ja auch dann irgendwelche Befehle sein, die ausgeführt werden. Ein Sensor schickt einen Stop-Befehl. Und dann sollte der natürlich relativ fix verarbeitet werden. Wenn ich aber in einer anderen Verarbeitung drin bin, ist die Frage, komme ich da wieder raus und kann ich dann den Stoppbefehl abarbeiten? Solche Informationen, also über Abläufe zu argumentieren, das ist also mit den bisherigen Logiken nicht wirklich schön machbar. Und deswegen sollte man vielleicht überlegen, ob es da noch was anderes gibt.
Eine zweite Sache, die auch sehr spannend ist, hier nur angedeutet, nicht Determinismus. Ich habe ja gerade über Sensoren gesprochen. Das heißt, Sensoren bieten einen Input, allerdings wissen wir nicht genau, was da reinkommt. Und dazu gibt es die schöne Beschreibungsmöglichkeit des Nicht-Determinismus. Das heißt, ich habe einen Zustand drin und es kann abhängig davon sein, was irgendwie in der Eingabe passiert, könnte durchaus verschiedene Zustände erreicht werden, weil dann noch irgendwelche Sensorinformationen oder Ähnliches drin sind. Oder noch wichtiger, diese nicht-deterministischen Modelle sind kompakter. Wieder, wenn Sie theoretische Informatik gemacht haben, haben Sie nicht-deterministische Automaten kennengelernt, dann werden Sie sehen, oh, mit denen kann man Sachen sehr kompakt darstellen. Und man kann sie versuchen, wieder deterministisch zu machen, geht auch, aber das ist sehr aufwendig. Also Nicht-Determinismus kann auch was Spannendes sein. Nicht-Determinismus kann auch dadurch entstehen, dass Sie ganz einfach sagen, ich möchte irgendetwas nicht im Detail betrachten, sondern nur sehen, was generell dort passiert. Also Sie möchten nicht zum Beispiel Fälle True und False immer unterscheiden, sondern einfach nur sagen, ich habe einen Graphen und ich weiß, das sind so Schritte, die abgelaufen werden, was dann nacheinander passiert. Und eben, was genau dazu geführt hat für die Übergänge, das weiß man vielleicht gar nicht mehr. Dass man da also versucht, Modelle zu minimieren. Ja, und die Frage ist dann, kann man über diese Zustandsfolgen eigentlich auch irgendwie sinnvoll argumentieren? Und dann kommt man einfach zu einer neuen Logik oder zu Logiken. Die erste, die wir uns da angucken werden, ist die lineare temporale Logik. Lineare temporale Logik heißt, wir gucken uns im Wesentlichen nur Sequenzen von Zuständen an. Das heißt also, wir haben da irgendein Programm, was ausgeführt wird und was einfach dann eine Liste von Zuständen liefert. Und genau über diese Liste können wir dann mit diesen Formeln und mit diesen Fragmenten hier argumentieren. Und das werden wir uns dann gleich mal angucken. Bevor wir das hier allerdings durchlesen, gucken wir uns mal eine Visualisierung dazu an, die eigentlich hier, glaube ich, die Sachen recht schön macht. Also, wir werden uns LTL-Formeln angucken. Oh, einen hätte ich vielleicht doch noch lesen können. Also, alle aussagenlogischen Formeln, die wir bis jetzt so kennengelernt haben, mit und, oder und sowas dann, die kann man auch nutzen. Das hier ist so eine aussagenlogische Formel P. Und die kann ich auch nutzen und hier habe ich einfach Pfad oder eine Liste von Zuständen. Und dann kann man sich vorstellen, aus dem Startzustand heraus kann es dann eben verschiedene Listen von Zuständen geben. Und Verzweigungen, die hier passieren, kann man hier drin nicht angucken. Der Trick ist einfach, Sie haben dann eine neue Liste. Das heißt, wenn nach Z0 in Wirklichkeit ein Zustand Z14 folgen würde, würde es Z0 und Z14 und dann irgendeine andere Folge geben. Und dann würden Sie eine Sammlung von Listen von Zuständen angucken. Also alle Pfade, die ein Programm durchlaufen kann, in Anführungsstrichen. Hey, das kann doch unendlich sein. Genau, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann eben Sachen hat, die sich immer wiederholen. Und unendliche Abläufe gibt es ja auch in Automaten, kann man sich das vorstellen. Ja, und da werden nur endlich viele Zustände besucht. Also wichtig ist diese Endlichkeit der Zustände. Ohne die kriegt man nichts hin. Ja, und dann kann man sich ganz einfach mal fragen, wann soll so eine Formel eigentlich gültig sein? Ja, wann wird sie nach True ausgewertet? Und dann macht man ganz einfach, wenn ich nur eine aussagenlogische Formel habe, interessiert sie sich nur für den Zustand Z0. Z0 ist ein Zustand. Zustand hatten wir gerade gelernt, wird irgendwelchen Variablen Werte zuordnen. Ja, und dann kann man so eine Formel einfach auswerten. Nichts Besonderes. Das hier ist unsere Interpretation. Genau, und dann gibt es diese Formel hier. Mit einem Box P wird das gerne so genannt. Formal korrekte Aussprache ist ein Always oder im Deutschen immer P. Ja, und das heißt, in jedem Zustand, den ich habe, muss P gelten. Ja, und das heißt also, P ist erfüllt. Hier nebenbei, der Punkt heißt nicht erfüllt, sondern heißt egal. Also hier interessiere ich mich nur für den Anfangszustand, hier interessiere ich mich für alle Zustände. Und das ist eben dann die Möglichkeit, ein Always P anschaulich in der Semantik zu beschreiben. Dann gucken wir uns das an. Dann haben wir hier noch an das nächste stehen, ein Diamond P, wie es gerne genannt wird. Das ist ein Eventually P. Bitte nicht übersetzt mit eventuell, sondern irgendwann. Und irgendwann heißt, es tritt auch irgendwann ein. Das heißt, für eine Zustandsfolge erfüllt ein Eventually P, wenn es irgendeinen Zustand gibt in dieser Folge, der P erfüllt. Nochmal, diese hier sind egal. Das heißt natürlich auch, der hier oben erfüllt auch eventually P. Das ist gleich am Anfang schon erfüllt, ist ja ganz putzig, dann ist absolut okay. Ja, und dann hat man eben die Möglichkeit, hiermit dann eben zu sagen, es muss irgendwann mal dieses Ding hier eintreten. Dann gibt es noch weitere Operatoren. Es gibt auch nicht die LTL-Formelbeschreibung, wobei es gibt so eine Basisbeschreibung. Aber man kann sehr schnell fragen, kann man da noch weitere Operatoren haben?
Ja, und dann kann man eben überlegen, ja, gibt es einige Möglichkeiten dazu? Und ich habe hier mal zwei aufgeschrieben. Und das ist eine Standardfrage immer, kann ich mit der Logik genau das Gleiche machen, wenn ich den Operator weglasse, ja oder nein? Und dann kann man so etwas auch theoretisch untersuchen. Ja, hier der erste Operator ist ein X, ist ein Next-Operator einfach. Erkennen wir hier dran schon, das heißt, im Startzustand egal, im nächsten Zustand muss P gelten. Ja, und dann gibt es noch einen Until-Operator, für den kann man sich sogar zwei Varianten angucken, einen starken und einen schwachen. In der starken Variante ist es so, ja, es muss P gelten, so lange bis dann im nächsten Zustand irgendwann Q gilt. Punkte nochmal egal, Q könnte auch eher gelten. Und was hier nach passiert nebenbei, ist egal. Also P until Q. Ja, also bis irgend, ja, also solange das hier gilt, solange und dann tritt irgendwann Q ein, heißt das. Beim starken ist also wichtig, Q tritt definitiv ein. Bei der schwachen Möglichkeit, wenn ich die Semantik so definiere, dass ich auch die schwache Variante zulasse, heißt es, das hier oben ist auch genau das gleiche, Q tritt irgendwann ein. Oder es gibt die Variante, es gilt always P. Das heißt also, entweder P gilt immer oder Q tritt doch ein. Das ist die schwache Variante davon. Das sind also die beiden Möglichkeiten. Ich hätte auch daraus irgendwie dann zwei verschiedene Operatoren machen können, aber nur um das mal anzudeuten. Syntaktisch habe ich das hier auch nochmal aufgeschrieben. Gucken wir uns das kurz an. Also sein P und Q LTL-Formeln, also ganz normale aussagenlogische Formeln, das ist wieder induktiver Aufbau, den wir dort haben. Und natürlich kann ich LTL-Formeln wieder in LTL-Formeln hier einsetzen. Heißt es, ich kann ganz einfach so eine Formel nehmen und ein Always davor klatschen. Immer P. Ja, dann das Eventually davor klatschen. Irgendwann Next davor klatschen und P until Q kann ich auch machen. Und natürlich darf ich die Sachen dann weiter schachteln. Also sind das ebenfalls syntaktisch korrekte LTL-Formeln, die man wieder darin einsetzen kann. Neue Formeln entstehen wieder durch das Verwenden der bekannten logischen Operatoren, die zur Abkürzung da sind. Und oder Negation und haben genau die gleiche Bedeutung. Implikation genau dann, wenn. Was Sie auch kennen, Klammern, cool, kann man auch wieder nutzen. Auswertungsreihenfolge kann man auch definieren. Wer bindet stärker, wer bindet schwächer? Oder wenn wir das nicht wollen, setzen wir jede Menge Klammern ein. Das sind die Möglichkeiten. Ja, und das sind dann eben die anschauliche Erklärung davon. Und dann hatten wir schon gelernt, wenn wir eine anschauliche Erklärung haben, können wir das auch formalisieren. Ich mache es jetzt mit Ihnen nur semiformal, ganz einfach mit der Idee dahinter, dass man das Konzept versteht. Allerdings eben, ja, ich müsste mit Ihnen unter anderem den Begriff des Zustands noch genauer definieren. Das wäre noch schöner. Aber wie würde man das semantisch denn machen? Gucken wir uns das ganz einfach mal an. Ja, gegeben sei ein Programm P. Programm P ist einfach dann, ja, ein Programm erzeugt unendliche Folgen von Zuständen. Ja, und es gibt einen unendlichen Ausführungspfad von diesem Programm, den es hier gibt. Also ein Programm und ein unendlicher Ausführungspfad Z der Form Z0, Zi und sowas dann, aber unendlich von Zuständen einer Ausführung des Programms P. Stellt man sich spätestens jetzt die Frage, ich habe doch meist auch Programme, die terminieren und endlich sind. Klar, wenn Sie dann dieses hier anwenden wollen, kann man es trotzdem machen. Es ist nebenbei dann nicht ganz so spannend. Aber man kann natürlich einfach einen Endzustand rankleben und der wiederholt sich dann immer wieder. Egal, was man macht, man bleibt in einem Endzustand drin. Das ist die Möglichkeit, auch aus endlichen zu unendlichen Ausführungen zu kommen. Okay, also wir haben eine Zustandsfolge, die zu meinem Programm P passt. Einfach nur die Veränderung variablen Werte als von der Anschauung. Die Funktion SEM, die wir da haben zur Berechnung der Semantik-Eingabenprädikate, entspricht der von Interpretation. Das heißt also, ich kann eine Semantik anwenden auf Formeln der Aussagenlogik und kann dann eben das machen in Abhängigkeit von einer Interpretation, einem Zustand. Wenn man das anders aufschreiben will, kann man das so auch sehr schön schreiben. Die Semantik von A kleiner b zum Beispiel im Zustand Z heißt, es ist äquivalent dazu, dass ich sage, ich berechne im Zustand Z den Wert von A und den kleineren Z von Zustand B. Und das heißt, ich rechne erstmal Zustand von A aus, oh, kommt 3 raus in dem Beispiel und eben Z von B ist 42. Kleiner hat dann eine Semantik, die wir übernehmen von den ganz normalen ganzen Zahlen. Und dann wissen wir, da kommt True raus. Ja, und Sie sehen, ich habe hier Z auch nochmal explizit aufgeschrieben als Abbildung, die eben A auf 3 und B auf 42 abbildet. Ja, nicht wirklich was Besonderes. Und dann kann man hingehen und die Sachen formalisieren. Ich mache es mal schrittweise dazu, da wir keine Praktikum dazu haben. Ja, kann man das etwas einfacher sich hier genehmigen, Anführungsstrichen. Ja. Also, wenn P ein einfaches Prädikat ist und dann erfüllt Z die Formel LTL, die LTL-Formel P, also unsere aussagenlogische Formel, wenn einfach die Semantik von P im Zustand Z0,
dem Anfangszustand. Z0, Z1, okay, ich hätte es hier vielleicht nicht umbrechen sollen, stelle ich gerade fest. Egal. Also man muss einfach ein Z0 wahr sein. Ja, dann ist das okay. Ja, wann gilt always P? Das ist eine LTL-Formel. Erfüllt Z, also unsere endliche Folge, diese LTL-Formel, wenn alle Zustände P erfüllen. Das heißt, für alle I gilt Sem P von Zi, also für jeden Zustand Zi, den wir dort haben, kommt wahr raus. Ja, und eventually P ist dann eben genau das, was wir auch anschaulich formuliert haben. Und dann erfüllt Z diese LTL-Formel, wenn es einen Zustand P gibt, der eben ja, diese Formel erfüllt. Es gibt also ein I, wobei die Semantik von P im Zustand Zi nach wahr ausgewertet wird. Das sind die Kernformeln, die wir jetzt hier haben, die wir für LTL benötigen. Für die anderen Operatoren kann man das auch aufschreiben. Sie merken auch, dass die Schreibweise hier hinter semiformal ist. Das könnte man auch noch versuchen, weiter zu formalisieren. Aber das Next P können wir uns angucken. Hey, genau die Semantik von P im Zustand Z1 muss wahr sein. Das ist also das, was man dort haben möchte. Spannender ist P until Q, eine LTL-Formel, dann erfüllt Z die starke Variante des until-Operators. Wenn es einen Zustand Zj gibt, sodass für alle Zustände Zi mit i kleiner j gilt die Semantik von P im Zustand Zi ist wahr, also P ist erstmal wahr, bis Zj und eben dann in Zj ist allerdings Q wahr. P darf natürlich auch wahr sein, aber das spielt hier keine Rolle. Aber wichtig ist, in Zj ist dann Q wahr und dann erfüllt eben in dieser unsere Zustandsfolge dann P until Q. Ja, und dann die schwache Variante wird erfüllt, wenn entweder die starke Variante erfüllt ist oder es gilt ganz einfach, für alle Zustände gilt, dass sie P erfüllen. Also für alle I gilt, die Semantik von P im Zustand Zi wird nach wahr ausgewertet. Ja, das ist so eine Grundidee dazu. Dann habe ich hier eine Anmerkung geschrieben, die ja, habe ich mir nur reingesetzt als Bemerkung dazu. Kann man sowas eigentlich mit Tools und Werkzeugen machen? Antwort ja. Da kommen wir eventuell auf das Spannendste, was hier unten drin steht. Die Frage, Programm erfüllt eine LTL-Formel. Das heißt, alle Pfade dieses Programms erfüllen sie diese Formel, kann man berechnen. Das heißt, es ist entscheidbar. Es gibt einen Algorithmus dazu. SPIN ist ein Model, sogenannter Model-Checker für LTL, hat eine Spezifikationssprache, mit der man eben dann Programme oder genauer gesagt Spezifikationen beschreiben kann. Und da kann man dann eben die Sachen ja, reingeben und das Ding ausnutzen. Ja, und das ist also was sehr Spannendes, was man sich ab und zu zum Beispiel auch im Bereich Qualitätssicherung genauer angucken kann. Man kann also dort Beweise machen für Programme. Also die Frage, kann man etwas beweisen für Programme, ist die Antwort ja, solange der Zustandsraum endlich ist. Die Abläufe da drin können unendlich sein, weil die Zustände ja in Schleifen ablaufen können. Aber wenn man eine endliche Menge von Zuständen hat, kann man LTL-Formeln nehmen und in einen Model-Checker reinschmeißen und der sagt, ja, diese Spezifikation oder dieses Programm erfüllt die Formel. Und das ist relativ schön, was man dort hat. Also deswegen muss man gucken. Hier ist noch eine Detailbemerkung drin. Next-Operator, wenn man das irgendwie sich genau anguckt, kann das relativ dreckig werden. Sind wir aber nicht dabei, dass wir es angucken. Gucken wir aber lieber nochmal drauf, wann kann man solche Formeln einsetzen und was ist sowas Typisches drauf. Und dann kann man ganz einfach sagen, ja, wenn ich eine Programm-Invariante haben will, muss einfach ich dein Always davor schreiben. Es soll etwas immer gelten in dem Programm. Also die Summe der Variablen soll nie größer als 42 sein. Dann kann man das eben so super aufschreiben. Dann, wenn ein Event auftritt, zum Beispiel ein Sende-Event, was ich mit einem Prädikat P mal beschreiben möchte, soll eine Antwort auftreten, die ich mit einem Prädikat Q beschreiben kann. Dann kann ich das machen. P impliziert, irgendwann tritt Q ein. Ja, das heißt also, ich bin in dieser Situation drin, dass ich sagen kann, wenn ich gesendet habe, kommt irgendwann auch eine Antwort. Wobei immer, nee, das hier ist nur die Forderung, dass einmal ist. Also wenn P einmal auftritt, dann muss irgendwann eine Antwort kommen. Und wenn ich das haben möchte, immer eine Antwort, dann muss ich die beiden kombinieren, dann kriege ich das raus. Ja, und das heißt eben, jetzt soll gelten, wenn P eintritt, soll irgendwann Q eintreten und das soll immer sein. Das heißt also, ja, nachdem ich dann einmal glücklich war und P und dann hier und Q eingetreten sind, heißt es im Klartext, ja, das soll immer wieder dahinter passieren. Ja, und wenn eben dann P eintritt, soll auch Q eintreten. Senden, bestätigen. Wenn Sie es ganz genau überlegen, könnte es hier sogar passieren, dass es Q sofort eintritt, wenn P da ist. Also wenn am Start gleichzeitig P und Q gilt, würde diese Formel erfüllt sein.
Wenn Sie unsicher sind, visualisieren Sie das mal so mit so einer Zustandsfolge, wie wir das gerade vorher gesehen haben. Also sauberer wäre das, wenn ich meinen Next-Operator nutzen kann und sagen kann, das heißt, im nächsten Schritt gilt eventually Q. Das heißt, dann wird im nächsten Schritt irgendwann Q eintreten. Ja, und dann kann man auch andere Kombinationen machen. Kontinuierlicher Fortschritt als Invariante. Gucken wir uns das mal an. Always eventually P. Könnte man mal aufmalen. Was heißt das dann? Es muss irgendwann P eintreten. Okay, zack, P ist eingetreten, eventually P. Und was muss dafür dann danach gelten? Ach, da muss wieder eventually P gelten. Genau. Das heißt also, P tritt ein, dann irgendwann, dauert recht lang und dann irgendwann P wieder und blub, weiter und irgendwann P wieder. Natürlich kann P auch immer sein, das wäre ein Spezialfall davon. Okay, dann die nächste Kombination. Ab einem bestimmten Zeitpunkt soll P was gelten. Also ich habe eine stabile Sache dann. Also mein System wird gestartet und irgendwann schwingt es sich ein und ich habe genau einen Zustand, der dann erreicht wird. Dann ist es ein eventually always P. Also es muss einen Zustand geben, für den always P gilt. Also bis dahin egal, aber ab dann immer P. Das ist das, was man dort haben möchte. Ja, und dann gibt es eben Sachen, wo man eben die Aussagenlogik relativ schön verknüpfen kann mit Invarianten. Und dann kann man sagen, es soll niemals etwas zusammen gelten. Dann kann man sagen, das heißt, aus P folgt nicht Q. Und wenn es niemals gelten soll, zeitlich, temporal, dann eben muss ein Always da stehen. Wechselseitiger Ausschluss eben, wenn das eine und dann nicht das andere P. Und genau dann, wenn nicht Q. Ja, und immer dann heißt eben, ich habe das drinstehen. Das sind also dann so typische Formeln, mit denen man so Anforderungen formulieren kann, die häufiger man antritt, wenn man mit dieser, die häufiger auftreten, wenn man diese Logik dann nutzt. Das ist dann so die Grundidee, was man da machen kann. Der nächste Schritt ist, man kann sich auch damit beschäftigen, kann ich eigentlich auch Formeln umformen? Und die Antwort ist ja. Das können wir uns ganz einfach mal angucken. Müsste man formal mit der Semantik beweisen. Handwaving mit so einer Grafik kann man da auch sehr schön machen. Also aus nicht always P heißt, also das hier heißt ja always P, das heißt, es gilt immer. Und nicht always P heißt, ah, es muss irgendwo mal nicht gelten. Genau, und das heißt eventually nicht P. Irgendwann gilt einmal nicht P und dann sind diese beiden äquivalent. Wenn Sie das hier schon angucken, oder nee, wir gucken den nächsten nochmal an. Also wir haben eventually P heißt, irgendwann tritt P ein. Und wenn ich sage, das soll aber nicht gelten, heißt es, es darf niemals P eintreten. Das heißt, always nicht P. Diese beiden Formeln sind mit ein bisschen Erklärung und Handwaving wohl äquivalent. Ja, und wenn Sie die beiden Formeln sich mal angucken und überlegen, das sollte bei Ihnen mindestens ein Déjà-vu Ihnen geben. Hoffe ich zumindest. Überlegen Sie ganz einfach, wenn ich das always ersetze durch ein All-Quantor und das eventually durch ein Exist-Quantor, also Existenz-Quantor, wo kann ich die Formeln genauso schreiben? Das heißt, ich habe hier eine Dualität drin bezüglich der temporalen Logik mit Always und Eventually und ich habe dort auch eine Verwandtschaft mit für alle und es gibt. Das heißt, mit der Prädikatenlogik. Und solche Zusammenhänge zwischen Logiken, die kann man auch noch wieder untersuchen. Sie merken, dass da ein sehr spannendes theoretisches Feld auf einmal aufgeht. Ja, und dann kann man sich hier auch noch andere Sachen angucken und dann eben sagen, hey, die kennen wir doch auch schon irgendwie aus der Prädikatenlogik und die gelten hier auch. Always P und Q heißt eben, es gilt always P und always Q. Wir haben uns kurz damit beschäftigt, dass das mit oder nicht gilt. Das könnte man auch sehr schön grafisch darstellen. Ja, und dann eventually P oder Q, das kann man auch wieder auseinanderziehen. Eventually P oder eventually Q. Ja, das funktioniert also auch sehr gut. Mit dem und funktioniert das leider nicht. Auch wieder spannend, mal selbst drüber nachzudenken. Warum das wohl der Fall sein könnte, braucht man ein Gegenbeispiel. Ja, und dann haben wir hier drin stehen, eventually P könnte ich auch austreten mit true until P. Genau, das ist einfach nur stark, das heißt im Klartext, ich könnte eben einfach sagen, ich brauche das eventually nicht, es reicht mir aus, wenn ich dann ein starkes until habe. Damit die Sachen aufzuschreiben, liest sich natürlich noch schlechter, aber wenn ich das irgendwie aufschreiben möchte, programmatisch, da was verarbeiten möchte, könnte das ja vielleicht doch da interessant sein. Ja, und dann eben die Kombination unserer Operatoren, die wir hier haben. Können wir uns dann angucken, was wir dort haben. Ja, eventually always P und Q. Aha, kann man auseinanderziehen. In eventually always P und eventually always Q. Aha, das wird schon was Spannenderes werden. Sowas haben wir uns bei der Prädikatenlogik nicht angeguckt.
Hätte man aber mal machen können, gell? Und das ist natürlich auch eine Frage, könnte man jetzt hier auch noch machen. Ja, und mit Always Eventually kann man das Oder wieder nur auseinanderziehen, was wir dort haben. Und das kann man sich dann auch überlegen, wie das dann funktioniert. Man kann natürlich auch überlegen, hat das nicht was damit zu tun? Genau. Man kann natürlich hier auch schrittweise Umformung machen in der Form und dann sehen, was da so drin passiert. Und dann kriegt man das sogar relativ fix dann hin, was man dort hat. Ja, das sind also die Möglichkeiten. Dann hier auch spannend, Until-Berechnung. P, Until, Q oder R. Heißt, ich kann das auch umformen in P, Until, Q oder P, Until, R. Ja, es muss ja nur einer davon irgendwie eintreten dann in der Sache. Genau, und das ist das, was hier auch gefordert wird. Also nach P muss es irgendwie umgeschaltet werden und dann muss Q oder R gelten. Und das kann man eben sagen, nach P gilt entweder und dann irgendwann Q. Also nicht entweder oder einfach nur P, Until, R. Das und kann man auseinanderziehen, wenn es vorne ist. Also P und Q, Until R, sieht auseinandergezogen wie folgt aus. Wir haben da was drinstehen, P, Until R und P und Q, Until R. Ja, das heißt ganz einfach, das hier gilt ja im Zusammen und dann tritt irgendwann R ein. Das heißt auch, es gilt dann einfach, wenn nur P gilt, muss auch R eintreten und wenn nur Q gilt, muss auch R eintreten. Deswegen kann man diese Sachen so auseinanderziehen, was wir dort haben. Wir haben damit eben sehr schöne Rechenregeln. Wir haben also festgestellt, LTL ist gut dafür, wenn man einfach sagen möchte, guck dir mal alle möglichen Zustandsfolgen eines Programms an. Nur kurz erwähnt, konnte man aber auch bei der Visualisierung sehen, Verzweigungen und sowas kann man damit nicht wirklich sauber analysieren. Man kann zwar sagen, es gibt dazu einen neuen Zustandspfad, absolut okay, aber trotzdem, man kann Zustandspfade nicht miteinander verknüpfen. Es wird immer nur einer angeguckt. Und das führt eben dazu, dass man sagen kann, mit LTL kann man einiges machen, aber bei weitem nicht alles. Wir haben auch gelernt, man muss sich bei jedem Operanten fragen dann, brauche ich den überhaupt oder ist der nur Syntaktik-Schucker, den man irgendwie da ergänzt hat? Das ist gerade dann spannend, wenn man irgendwelche Berechnungen durchführen will. Sachen transformieren mögen sie ja, das kann man dann sehr gut machen. Ja, und ich habe schon kurz angedeutet, diese Logik ist eben entscheidbar. Kleines Manko dran, der Entscheidungsalgorithmus dazu hat wieder eine potenziell exponentielle Laufzeit. Man kann trotzdem einige recht große Beispiele so mit durchaus mehreren Millionen von Zuständen zeigen, dass man da sehr gut diese Überprüfung machen kann. Erfüllt diese Spezifikation das Programm die LTL-Formel. Und das Schöne dran ist auch, wenn es die nicht erfüllt, kriegt man Gegenbeispiel. Das kann man dadurch auch sehr gut berechnen lassen. Das heißt also, man kann damit wirklich verifizieren. Man kann damit eben zeigen, dass etwas garantiert gilt. Heißt, dann kann man dadurch zur Fehlerfreiheit kommen. Man kommt dichter ran. Überlegen Sie, wenn Sie immer noch eine falsche Formel schreiben und die dann überprüfen, gewinnen Sie gar nichts dran. Dann wissen Sie, dass die falsche Formel erfüllt ist. Oder wenn Sie dann einen Denkfehler haben bei der Entwicklung des Programms und den gleichen Denkfehler es schaffen, den auch in der Logik zu formulieren, werden Sie nur Ihren Denkfehler überprüfen können, dass der funktioniert. Das wäre auch gefährlich. Das kennt man insbesondere vom Schreiben von Tests bei Logiksachen, da das ja zwei verschiedene Ebenen der Abstraktion sind. Wenn man was beschreibt, tritt das eher selten auf. Ja, also diese Möglichkeiten hat man da mit den LTL-Formeln. Bei LTL hatte ich erwähnt, dass man ja nicht wirklich schön über Verzweigungen argumentieren kann. Das kann man anders machen, wenn man sich CTL anguckt. Computation Tree Logic heißt das Ding dann. Die ist genau dafür da, sich Bäume von Zuständen anzugucken. Also, es gibt hier schon visualisiert einen Zustand und eine Menge von Folgezuständen. Und darüber kann man dann schließen. Und dann habe ich eben noch mehr Folgezustände und sonstiges. Das kann hier eben, und das geht wieder unendlich weiter. Zweifelsfall könnte es auch eine Schleife sein oder ähnliches. Die Ästhetik hier nebenbei, dass es hier immer zwei Folgezustände gibt, habe ich nur gemeldet, damit es nett aussieht. Das kann durchaus sein, dass sie in Folgen haben, wo eben mehr Zustände danach folgen oder eine Sequenz haben, wo immer nur ein Zustand danach folgt. Das ist alles damit auch möglich. Das heißt also, wir wollen jetzt über diese Baumstrukturen hier argumentieren und das möglichst effizient machen. Und das kann man sehr schön mit der Computation Tree Logic machen. Vorab, Spoiler, wobei da kein Spoiler, weil wir zeigen es nicht. Es gibt Anforderungen, die man in LTL und nicht in CTL formulieren kann und andersrum auch. Wenn man das also versuchen würde, eben aufzumalen als Mengendiagramm, gibt es dann eben Forderungen, die kann man in LTL und CTL formulieren. Und es gibt Forderungen, die kann man nur in LTL. Und es gibt Forderungen, die kann man nur in CTL formulieren. Das sind also dann die Grundideen dazu.
Dann gucken wir uns das an. Es gibt wieder verschiedene Varianten von CTL, klar. Wir gucken uns hier eine Basisvariante an. Die hat als Besonderheit, dass sie sagt, ich kann jetzt hier meine Quantoren nicht ineinander schachteln. Wenn man es genau anguckt, oh, da ist ja schon wieder so ein Kasten. Das war hier so ein Always und das ist so ein Eventually. Richtig, die beiden bleiben auch da. Und dann gibt es sogar A's und E's, die nicht umgedreht sind. Meinen aber irgendwie was für alle und es existiert. Das sind also hier, Achtung, das hier ist ein Quantor, den wir dort haben. Und den kann man dann vor Formeln schreiben und den kann man für Bäume dann nutzen. Ja, bevor wir uns das hier angucken und durchlesen, machen wir es mal anschaulich. Und anschaulich heißt, wir gucken uns mal an, was so Formeln dann dort haben. Ich habe hier eine Formel, die soll jetzt heißen, für alle always, ach so, es soll immer gelten P. Also, das ist dann die Schreibweise, die wir nutzen. Hier sehen Sie auch mal Schreibweise, ASCII-Schreibweisen waren früher wichtig. Und wenn Sie Tools haben, ist es natürlich auch wichtig. Gibt es dafür ein Tool, erzähle ich kurz am Ende. Ja, gibt es auch. Aber das hier heißt ganz einfach, auf allen Pfaden soll immer gelten. Ah, auf allen Pfaden. Das ist also das, was wir jetzt hiermit dann für alle machen. Auf allen Pfaden soll immer gelten P. Das heißt, egal was ich hier angucke, jeder dieser Zustände sollte so sein, dass hier P gilt. Ich habe jetzt in dieser Visualisierung erstmal gesagt, dass einfach schwarzer Fleck heißt, in diesem Zustand gilt P. Ja, weißer Fleck heißt egal, also nicht P bitte, ganz wichtig. Ja, also auf allen Pfaden soll immer P gelten, das heißt jetzt diese Eigenschaft soll immer gelten. So weit, so gut. Interessanter wird es wahrscheinlich hier. Es gibt einen Pfad, auf dem immer P gilt. Das heißt also, wir haben einen Pfad in unserem Ausführungsbaum, den wir jetzt hier sehen, auf dem immer P gilt. Und das sehen wir hier dran. Hier gilt P und hier auf diesem Zweig muss das auch unendlich gelten. Das heißt, es muss hier nur einen geben. Die anderen sind egal, die könnten auch schwarz sein. Aber wichtig ist nur, eben diese Form. Für diese Form ist es wichtig, diesen Pfad muss es geben. Es gibt einen Pfad, auf dem immer P gilt. Das hier oben erfüllt das natürlich auch. Ist auch klar in der Form, was wir gut haben. Ja, welchen Operator haben wir noch? Wir haben hier auf allen Pfaden muss irgendwann P gelten. Ein always eventually, was jetzt hier drin steht. Auf allen Pfaden muss irgendwann P gelten. Ja, und in der Visualisierung heißt es, egal wie ich durch mein Diagramm hier durchlaufe, es muss auf jedem Pfad, wo ich hier nach unten laufe, einen schwarzen Fleck geben. Und ich komme nicht zu meinen Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen hier, wenn ich nicht an einem schwarzen Knoten vorbeigekommen bin. Hier oben reicht der schon aus und hier sehen wir, der ist für die beiden da und, was wir hier so stehen haben. Ja, und wir haben damit die Möglichkeit eben zu sagen, es muss immer dieses Ding hier garantiert irgendwann erreicht werden. Wenn das natürlich im Startzustand schon gilt, ist das relativ trivial auch erfüllt. Klar, das ist also das, was man dort hat. Ja, und den vierten, den wir hier haben, ist es gibt einen Pfad, auf dem irgendwann P gilt. Also P könnte auftreten. Da kann man sich sofort vorstellen, das könnte auch was sein, böses P in Anführungsstrichen. Also wir haben da irgendwas mit P spezifiziert, was ich nicht haben möchte. Und ich untersuche ganz einfach diese Formel und kriege dann raus, oh, Formel wird erfüllt, nicht schön, was wir dort haben. Ja, und dann kann man eben sich hier angucken, was heißt das aber dann? Es gibt einen Pfad, auf dem irgendwann P gilt, heißt es gibt einen schwarzen Fleck im Diagramm. Irgendwo muss es den geben, hier eben genau einen reingezeichnet, kann natürlich auch mehr geben da. Tja, und dann gibt es hier noch einen speziellen temporalen Operator, der heißt leads to, führt zu. P leads to Q heißt, wenn ich P habe, tritt irgendwann später Q ein. Das heißt, ich bin in der Situation drin, ich kann ganz einfach hier sagen, wenn P irgendwann eintritt, tritt irgendwann Q ein. Und das irgendwann muss nicht direkt sein, das sehen wir hier dran. Hier könnte man explizit sogar mal nicht Q reinschreiben, und dann sieht man dran, Q gilt erst hier unten. Ja, und das heißt also auch, wenn am Start hier P gilt, heißt es, es muss nur dann ja, auf jeden dieser Zweige irgendwann mal Q gelten. Auf allen Zweigen muss dann das irgendwie in den Vorkommen. Es müsste das geben. Das ist dann die nächste Idee dazu. Das stehen und gucken wir uns gleich nochmal an. Lass uns aber einmal zurückkommen zur genauen Formulierung hier. Die ist ganz ein bisschen anders wie bei CTL, deswegen ein bisschen aufpassen muss man da. Also zunächst sind alle einfachen aussagischen logischen Formeln auch CTL-Formeln. Also all den Kram, den wir da haben. Seien weiterhin P und Q CTL-Formeln. Ah, die Basisform haben wir jetzt ja definiert, ist wieder induktiv. Dann sind auch Formeln dieser Art. Wir haben ein A und immer. Für alle Pfade, all passes gilt immer, all passes always gilt P.
Also für alle Pfade gilt immer P. Dann für alle Pfade gilt irgendwann P. All paths sometimes. Immer irgendwann. Das ist die Beschreibung. Und es gibt einen Pfad, auf dem immer P gilt. Exists a path always. Und eben dann die vierte Variante. Es gibt einen Pfad, auf dem irgendwann P gilt. Exists a path sometimes. Also kann garantiert irgendwann einmal irgendwo eintreten. Dann. Und das P leads to heißt einfach dann P leads to Q. Wenn P, dann gilt irgendwann später auch Q. Das heißt, Q wird garantiert erreicht. Dann sind das auch hier CTL-Formeln, die wir dort haben. Achtung, die Definition ist hier ein bisschen unsauber, weil ich sie abkürzen wollte. Hier könnte ich eigentlich dann schreiben, dann sind P und Q CTL-Formeln. Wenn ich es genauer schreiben wollte, müsste ich einfach nur sagen, sind P und Q aussagenlogische Formeln. Und jede aussagenlogische Formel ist auch eine CTL-Formel. Allerdings dürfen Sie hier bei P und Q nicht CTL-Formeln einsetzen. Auf den Ihnen vorliegenden Folien habe ich das hoffentlich noch ein bisschen präzisiert. Das ist etwas geschlampert hier. Also, Sie dürfen nur einen von diesen wunderschönen Operatoren hier einsetzen, dann in der Form, was wir dort haben, und in der Formel nutzen. Kann man sich natürlich sofort fragen, kann ich nicht doch mehrere hintereinander machen? Ja, dann würden wir aber zu einer etwas anderen Logik kommen. Also das, was hier steht. Es gibt einen Pfad, auf dem irgendwann gilt, auf allen Pfaden gilt immer P. Also es gibt irgendeinen Pfad, also es gibt einen Punkt und dann gilt P für immer für alle Pfade dann. Das ist in unserem nackten CTL nicht möglich. Allerdings, wenn man eine Variante der Logik definiert, kann man das machen. CTL Stern ist typischerweise eine Beschreibung, die man dazu nutzt, die man dafür findet. Und man kann wieder verschiedenste Varianten von Logiken auch definieren. Das ist eine CTL-Variante, wenn ich ehrlich bin, die ich Ihnen einfach nur vorstelle. Ja, das A für alle Pfade heißt und E, es gibt einen Pfad, sollte mittlerweile, glaube ich, klar sein. Ja, das sind also dann die Formeln, die wir dort haben. Die Visualisierung dazu haben wir uns schon angeguckt. Ja, und dann steht hier eben noch drin, es gibt auch hier natürlich Rechenregeln. Die Rechenregeln, die es hier gibt, sind noch ein bisschen eingeschränkter. Aber wenn wir uns das angucken, ich habe jetzt hier auf allen Pfaden gilt immer P, ist das gleiche wie nicht, es gibt einen Pfad, wo irgendwo nicht P gilt. Das heißt also, ich kann das dann eben so weit umformen, sofern ich die Negation hier nach vorne schreiben kann. Ja, dann haben wir hier was drinstehen, auf allen Pfaden gilt irgendwann P. Das heißt nicht, es gibt irgendeinen Pfad, auf dem immer gilt nicht P. Das heißt, irgendwann wird P erreicht in der Sache, was wir dort haben. Das kann ich dann so ausdrücken. Wir sehen daran, da gibt es auch schon so eine gewisse Dualität, aber die ist schon ein bisschen eingeschränkter. Man könnte sich da natürlich auch überlegen, ob es da noch weitere Rechenformeln geht. Ja, aber das ist dann nicht ganz so einfach machbar. Ja, dann können wir uns das angucken. Nicht mit unserer eingeschränkten Version von CTL, aber CTL-Sternchen formulierbar ist. Das P leads to Q kann ich schon ausdrücken. Sich kurz daran erinnern, so ähnlich hatte ich es Ihnen auch beschrieben. Auf allen Pfaden gilt es immer, wenn P gilt, folgt daraus, dass es irgendeine Möglichkeit gibt. Also auf allen Pfaden irgendwann wird Q auch gelten. Das heißt also, es gibt immer den Fall, dass Q auch irgendwann eintritt. Dann kann ich das also so 1:1 übersetzen. Das ist dann auch eine Möglichkeit, das etwas präziser zu beschreiben. Ja, wo nutzt man so etwas? Natürlich auch wieder zur Spezifikation der Dynamik von irgendwelchen Systemen. Und dann kann man sich natürlich fragen, welche Formeln braucht man wann? Klassiker, ein Always, also gilt einfach immer für Invarianten. Das heißt, auf allen Pfaden gilt immer P. Heißt ganz einfach auch, ja, definitiv, das ist einfach die Invariante. Ja, und es gibt einen Pfad, auf dem immer P gilt, heißt, es gibt einen sicheren Pfad. Das heißt also, es gibt eine Zuverlässigkeit, die man damit vielleicht erreichen kann, die man damit spezifizieren kann. Und dann eventuell das Wichtigste, Lebendigkeit. Auf allen Pfaden gilt irgendwann P. Also, ich kann immer einen Zustand erreichen. Also, ich weiß, das System erreicht immer einen Zustand, in dem das Signal des Abschaltknopfes auch genutzt wird. Das sollte ja möglichst schnell passieren, aber vielleicht muss man ja doch erstmal, bevor man was alles abschaltet, noch andere Teilsysteme abschalten, sodass man sagen kann, das Signal braucht etwas, bis es verarbeitet wird. Aber das kann man damit genauso gut beschreiben. Und P leads to Q ist natürlich auch irgendwann, wenn etwas eintritt, soll etwas danach folgen, ist auch etwas. Dann stehen hier zwei Vokabeln drin, Sicherheit und Lebendigkeit. Das sind auch typische Gruppen von Anforderungen.
Nicht disjunkt leider, aber typischerweise sehr gut trennbar, sehr häufig jedenfalls. Sicherheit heißt ganz einfach, ja, das System soll nichts Böses machen. Da sehen Sie dran, das ist das auf allen Pfaden, das ist das Typische, was man dort hat. Also, es soll nichts Böses passieren. Die meisten Systeme sind sicher, wenn man sie gar nicht erst einschaltet. Typisches Beispiel Kernkraftwerk. Wenn Sie es gar nicht erst bauen, kann auch nichts passieren. Ist, glaube ich, so eine Sache. Lebendigkeit ist aber was anderes. Lebendigkeit heißt, ich will irgendeinen guten Zustand erreichen. Ich möchte einen Zustand haben, in dem ich irgendwie dann 10 Kilowattstunden erzeugen kann oder sowas dann. Wenn ich das Kernkraftwerk nicht baue und nicht einschalte, muss ich wohl was anderes machen. Ah, wenn natürlich nur die Anforderung ist, ich muss ein bisschen Strom haben, da gibt es ja sicherlich tausend andere bessere Möglichkeiten zu, die man, wenn Sie diese Veranstaltung hören, hoffentlich auch intensiver nutzt als zum Zeitpunkt, als diese Vorlesung aufgenommen wurde. Egal. Also Lebendigkeit heißt also, mein System muss etwas tun. Und es soll es gut machen, richtig machen in der Form. Das heißt also, typischerweise sollte man nicht nur Sicherheit fordern, sondern auch Lebendigkeit. Also ein Auto, was nicht fährt, ist immer sicher, aber man sollte ein Auto auch sicher fahren können. Das ist eben eine Lebendigkeitsforderung, die man hat. Ja, und wenn man dann so eine Erreichbarkeitserforderung hat, ist das so ein Mix aus Sicherheit und Lebendigkeit. Also, es gibt einen Pfad, wo irgendwann mal P gilt, P kann irgendwann mal eintreten, ist so etwas, das in diese Richtung geht. Und ich hatte Ihnen schon angedeutet, definitiv ist es so, dass, ja, wenn man P als bösartig darstellt, dass die Suche hier nach sehr spannend sein kann, nach Form, was man hat. Ja, und dann gibt es dann natürlich die nächste Frage, die wir uns auch bei LTL gestellt haben. Für CTL gilt, gleiche auch für CTL-Sternchen, gegeben ist eine Formel und ein einfaches Programm, dann ist entscheidbar, ob ein Programm eben diese Formel hier erfüllt. Genau gesagt, deren mögliche Ausführungen diese Formeln erfüllen. Sie haben gemerkt, ich habe auf eine präzise Semantik hier schon verzichtet. Das wäre noch ein kleines bisschen aufwendiger, wollte ich hier aber mal nicht ganz im Detail machen. Aber wichtig ist, ja, wir haben auch dafür die Möglichkeit, einen Model-Checker zu bekommen oder sogar mehrere. Eine Variante, wenn Sie nach Namen googeln, einen, der recht schön so ein grafisches Möglichkeit hat, heißt Opal. Mit denen kann man sogar mit Zeit ein bisschen was spezifizieren. Aber bis jetzt haben wir nur Abläufe, Zustandsfolgen. Das ist schon mal das Wichtigste dran. Das war der Unterschied zur klassischen Logik, den wir hatten. Aber wir haben Zustandsfolgen. Aber die Frage ist, wie lange etwas dauert, ist damit wieder auch schwer beschreibbar. Also nicht alles unbeschreibbar, nicht beschreibbar, aber schwerer machbar. Und dazu gibt es dann eben andere Logiken. Ja, bei LTL hatte ich Ihnen auch erzählt, wenn einen, Sie einen Model Checker nutzen, sagt er, wenn Formel nicht erfüllt ist, ich kann dir ein Gegenbeispiel liefern. Netterweise kann man dann beim Model Checker meist auch einstellen, such mir mal das kürzeste Gegenbeispiel und dann kann man das analysieren. Und das kann man bei CTL natürlich auch machen, dass er sagt, die Form ist erfüllt oder nicht. Aber überlegen wir nochmal ganz kurz, wie sieht das eigentlich mit Gegenbeispielen aus? Kann man feststellen, ich habe hier für alle Pfade soll immer gelten. Wie sieht ein Gegenbeispiel aus? Ich nenne Ihnen einen Knoten, wo nicht P gilt. Das ist also super. Da kann man also ganz klar sagen, ich kann ein Gegenbeispiel konstruieren mit einem Pfad, der zu nicht P führt. Das ist schon mal super. Dann gucken wir uns aber diese Forderung mal an. Es gibt einen Pfad, auf dem immer P gilt. Der Model Checker kann es überprüfen, sagt, nee, so ein Pfad gibt es nicht. Dann kann man sich fragen, wie sieht denn das Gegenbeispiel dazu aus? Darüber kann man ein bisschen länger nachdenken und sagen, ja, jeder Pfad ist ja ein Gegenbeispiel. Das heißt, ich kann nicht ein konkretes Beispiel ausgeben. Das heißt, der Model Checker, also Programm sagt nein, heißt ganz einfach, es gilt nicht. Sie können kein Gegenbeispiel dafür bekommen. Aber jetzt kann man natürlich mal andersrum überlegen. Wenn ich die Formel eingebe, es gibt einen Pfad, auf dem immer P gilt, heißt es ja, der Model Checker findet einen Pfad, auf dem immer P gilt. Hey, und den kann er sich natürlich merken und auch ausgeben als Zustandsfolge. Da wir nur endlich viele Zustände haben, kann man das also problemlos machen. Muss sich ja irgendwann wiederholen, die Zustände, die man dort hat. Das heißt also, hier wird kein Gegenbeispiel ausgegeben, sondern ein Positivbeispiel. Sollten Sie mal in ein Buch reingucken, in dem solche Sachen beschrieben werden, steht ab und zu vereinfacht immer drin, Model Checker sind auch dazu da, dass sie Gegenbeispiele generieren. Diese Aussage ist schlichtweg falsch, weil Model Checker hierfür eine Treat Logic
kann an dieser Stelle kein Gegenbeispiel konstruieren, sondern aber nur, sondern positive Beispiele. Also das so als kleine Notiz daran. Es gibt leider mindestens ein recht bekanntes Buch, in dem das als dieser Unsinn leider so drinsteht, weil da wohl nur eine Art von Model-Checking bekannt war. Ja, aber nachdem wir uns das jetzt mit den Formeln angeguckt haben, sehen wir, es gibt spannende, entscheidbare Logiken jenseits der Aussagenlogik. Der CTL-Model-Checker, CTL haben Sie gerade gemerkt, nebenbei ist sehr eingeschränkt. Der ist sogar, hat nicht das Problem einer exponentiellen Laufzeit, hat immer noch eine polynomielle Laufzeit, aber trotzdem ist der richtig fix dann in der Sache. Also wenn man diese sehr eingeschränkte Logik nutzen kann, kann man da sehr gut diese Beweise führen. Also wir haben Logiken jenseits der Aussagenlogik, bei der man sinnvoll Entscheidungen machen kann. Effizienz ist immer ein Problem bei Logiken dann. Allerdings, wenn man zum Beispiel eine Prüfung nur einmal machen muss und dann eben die Sachen irgendwie hart gecodet in Hardware gießt und dann irgendwo einbaut, ist durchaus ein Model-Checker, der mal 3 Tage läuft oder sowas, das verteilt auf einem großen Rechenzentrum oder sowas, dann nichts Dramatisches, weil man kriegt damit eine Sicherheit raus, wenn die Formeln natürlich korrekt sind. Ja, das soll so ganz kurz der Überblick sein, was ich Ihnen alles so zu Logiken noch erzählen will. Man kann da noch viel, viel mehr machen, andere Logiken angucken, Speichermöglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten, Abbildung von Programmierung in Logiken und. Aber das ist eine sehr große, sehr spannende Welt. Aber zur Einführung reicht das, glaube ich, was wir in dieser Veranstaltung erstmal alles so gesehen haben, wobei mein Schwerpunkt ja nicht nur die Theorie war, sondern auch die praktische Anwendung, wie wir sie insbesondere im zweiten Teil der Vorlesung, glaube ich, ganz gut kennengelernt haben. Ja, und jetzt bin ich ganz einfach mal gespannt, was ich so an Hausarbeiten von Ihnen geliefert bekomme.